In the beginning, there was darkness. And then, bang, giving birth to an endless expanding existence of time, space, and matter. Now see further than we've ever imagined, beyond the limits of our existence, in a place we call the universe. Sie sind kosmische Killer. Sie sind das Ende, der Tod von Sternen. Spektakuläre Sternenexplosionen. 100 Milliarden Mal so hell wie die Sonne. Die für einen Moment heller scheinen als eine ganze Galaxie. Das gewaltigste Ereignis im Weltall seit dem Urknall. Aus dieser außergewöhnlichen kosmischen Katastrophe entsteht etwas Neues. Doch wenn sie sich in unserer Nähe ereignen würde, würde sie alles Leben auf der Erde auslöschen. Das Universum ist der kosmische Tatort dieser gewaltigen und geheimnisvollen Kraft. Supernovae. Eine Supernova, das spektakuläre und außergewöhnliche Sterben eines Sterns, erzeugt die größte Explosion im Universum. Tatsächlich explodieren nur wenige Sterne. Doch diejenigen, die explodieren, zerreißt es wirklich in Stücke. Dabei setzen sie eine Milliarde Mal mehr Energie frei als die Sonne während ihres ganzen Bestehens. Die eindrucksvolle Explosion schleudert riesige Mengen tödlicher Strahlung ins All. Wenn sich die Sonne im Zentrum eines Planetensystems in eine Supernova verwandeln würde, löschte sie alles Leben darin aus. Die Strahlung würde sämtliches Leben sterilisieren. Wie Ermittler in einem Mordfall, die die Spuren eines kosmischen Verbrechens untersuchen, nutzen die Wissenschaftler modernste Werkzeuge, Teleskope und Technologie, um Supernovae aufzuspüren und zu entschlüsseln, wie und warum sie auftreten. Wenn die Explosion stattfindet, ist der eigentliche Vorgang bereits abgeschlossen. Dann sammeln wir mit unseren Teleskopen die Hinweise und versuchen zu rekonstruieren, was vorgefallen ist. Die stellaren Ermittler wissen, dass Supernovae eine gespaltene Persönlichkeit haben. Sie sind unglaublich zerstörerisch, gleichzeitig aber wesentlich an der Entstehung von Neuem beteiligt. Bei einer Supernova entsteht eine Menge Licht, aber sie produziert auch schwere Elemente aus leichteren, zum Beispiel Eisen, Calcium, Natrium oder jedes andere Element im Periodensystem. Diese entwickelten sich vor der Entstehung der Sonne bei einer Explosion. Die Elemente, die bei diesen riesigen Sternenexplosionen entstehen, bringen Planeten, Pflanzen und Menschen hervor. Das Calcium in unseren Knochen und die Luft, die wir atmen, wurden in Sternen zusammengebraut und ins All geschleudert. Die bei der Explosion entstehenden Druckwellen können nahegelegene Gaswolken verdichten und damit einen Gravitationskollaps auslösen, wodurch neue Sterne, Planeten und schlussendlich Leben entstehen. Aufgrund detaillierter astronomischer Beweise gehen Experten davon aus, dass jede Sekunde irgendwo im Weltall eine Supernova entsteht. Das macht ungefähr 30 Millionen im Jahr. Und so geht das seit 10 Milliarden Jahren, seit der Entstehung des Universums. Wenn man bedenkt, dass in einer gewöhnlichen Galaxie wie unserer Milchstraße lediglich 1 bis 2 Supernovae pro Jahrhundert auftreten, vermittelt das eine Vorstellung von der Größe des Universums. Trotzdem kann niemand sagen, wann die nächste stattfinden wird. Es ist ein völlig zufälliger Vorgang, weshalb niemand sagen kann, wann die nächste auftreten wird. Vielleicht morgen, vor 5 Minuten oder in 100 Jahren, wir wissen es nicht. Wenn sie uns sehr nahe wäre, könnte man sie hell am Himmel sehen, heller als die Planeten oder sogar der Mond oder die Sonne. Wenn eine Supernova zu nah ist, kann sie das Leben auslöschen.
Der Blitz zerreißt die Atmosphäre und verbrennt alles. Astronomen kontrollieren ständig den Himmel und behalten dabei in der Milchstraße vor allem zwei Sterne im Auge, die das Potenzial haben, in der Nähe der Erde eine katastrophale Explosion auszulösen. Eta Carinae, ein Stern, der zu explodieren droht, liegt im Zentrum des Carina-Nebels, etwa 9000 Lichtjahre von uns entfernt. Eta Carinae ist ein sehr massereicher Stern, bis zu 100 Sonnenmassen schwer. Er hat ein sehr kurzes Leben und es kann sein, dass es schon sehr bald enden wird. Ein weiterer gefährdeter Stern ist Betelgeuse im Sternbild des Orion. Dieser brodelnde Stern ist 15 Mal so groß wie die Sonne. Betelgeuse ist der Erde sogar noch näher als Eta Carinae. Er ist nur ungefähr 500 Lichtjahre entfernt und wird sogar bei Tageslicht einen spektakulären Anblick bieten. Es besteht kein Zweifel, dass Betelgeuse explodieren wird. Es könnte heute Abend passieren oder in 10.000 Jahren, wir wissen es einfach nicht. Aber man sollte jeden Abend nachsehen, explodieren wird er sicher. Supernova-Explosionen zerstören und erschaffen nicht nur Sterne, Planeten und Menschen. Sie setzen auch Energie in Form von kosmischer Strahlung frei. Diese hochenergetisch geladenen Teilchen prallen jeden Tag auf unseren Planeten. Und sie können sogar die Evolution beeinflussen. Ich nenne das eine gestörte galaktische Ökologie. Unsere Galaxie ist sehr eruptiv und energiereich. Die Strahlung hämmert geradezu auf unseren Planeten ein. Experten behaupten, dass sie das Leben, wie wir es kennen, verändert. Wir wissen, dass genetische Mutationen auftreten, wenn kosmische Strahlung auf ein Lebewesen trifft. Sie spaltet die DNS in den Zellen. Wenn in unserer Nähe eine Supernova stattfände, vervielfachte sich die kosmische Strahlung um das 100-, 1000- oder Millionenfache. Wenn man zu einer alten Spezies gehört, führt das vielleicht zu unserem Untergang. Doch es könnten sich auch neue Spezies entwickeln. Eine Supernova löst sowohl gute als auch schlechte Veränderungen aus. Das Wissen um die Macht von Supernovae, Leben zu schaffen oder zu verändern, macht es für die Menschen unumgänglich herauszufinden, was diese kosmischen Zeitbomben zum Ticken bringt. Was haben wir denn da? Klar, das ist eine Supernova. Der Schlüssel zum Geheimnis liegt in der genauen Analyse dessen, was bei einer Supernova in den Weltraum geschleudert wird. Ich bin froh, dass uns die nicht entgangen ist. Das ist das große Los, eine wunderbare Supernova. Die Natur hat uns das Rätsel Supernova gestellt und wir müssen herausfinden, wie sie das macht. Wie bei einem Mordfall liegt die Lösung in dem, was am Tatort zurückgelassen wird. Wie bei einem Gewehrschuss werden bei diesen tödlichen Sternenexplosionen heiße Gase und Explosionstrümmer in den Raum geschleudert. Bei einer Supernova passiert prinzipiell das Gleiche wie bei einem Gewehrschuss. Die Druckwelle, die man beim Schuss als Knall hört, verdichtet die Materie und heizt sie auf. Während diese Trümmer durch den Raum rasen, prallen sie auf andere Materie und es bildet sich eine Druckwelle. Die fantastische Sternenexplosion schießt große Mengen ballistischer Beweise ins All. Kosmische Trümmer, die man als Supernova-Überreste bezeichnet. Die Überreste, die entstehen, während sich die Druckwelle nach außen bewegt, formen diese malerischen Bilder. Die Gase, aus denen der Stern bestand, werden mit der ungeheuren Geschwindigkeit von über 16.000 Kilometern pro Sekunde ausgeworfen. Sie bilden eine Hülle, die sehr groß werden kann und sich weiter ausbreitet. Das kann über 1000, 10.000 Jahre so weitergehen. Deshalb können wir manchmal eine Supernova sehen, die 10.000 Jahre zuvor explodiert ist. Die mit hoher Geschwindigkeit in der Druckwelle kollidierenden Trümmer produzieren große Hitze und Strahlung in den für Menschen nicht sichtbaren Wellenlängen. Diese beinhalten Radio- und Infrarotstrahlung,
bis hin zu Röntgenstrahlung und Gammastrahlen. Glücklicherweise helfen hochentwickelte Geräte im Weltraum wie Hubble, Spitzer oder das Chandra-Röntgenteleskop den kosmischen Detektiven, diese sichtbar zu machen. Jedes Instrument vermittelt eine andere Perspektive von den Vorgängen. Sie zu verbinden, ist eine intellektuelle Herausforderung. Wie ein Fingerabdruck produziert jede Supernova ein eigenes Muster. Und dieses kann auf verschiedene Arten analysiert werden. Wir messen, wie hell die Supernova ist. Das ist die sogenannte Lichtkurve. Hilfreich ist auch das Spektrum. Das Licht einer Supernova aus einem Teleskop wird mit einem Prisma in einen Regenbogen gebrochen. Und wir messen dann, wie viel Licht jeweils von einer Farbe oder Wellenlänge vorhanden ist. Die Analyse des Spektrums verrät beispielsweise die chemische Zusammensetzung der Supernova, die Temperatur, den Druck, die Dichte der Gase oder wie schnell diese sich ausdehnen. Die aus der Lichtkurve und dem Spektrum gewonnenen Informationen offenbaren Unterschiede zwischen jeder einzelnen Supernova. Es ähnelt der Arbeit eines Detektivs, aus der Lichtkurve und dem Spektrum Hinweise zu entnehmen, was für ein Stern das war, was ihn explodieren ließ, was bei der Explosion für Stoffe entstanden und welche Auswirkungen sie haben könnte. So erfahren wir immer mehr darüber, um welchen Stern es sich handelte und was für eine Zusammensetzung er zum Zeitpunkt der Explosion hatte. Durch den Vergleich von Lichtkurve und Spektrum buchstäblich hunderter Supernovae gelang es den Wissenschaftlern, diese in zwei Kategorien zu unterteilen. Eine Supernova vom Typ 1a gibt keinen Wasserstoff ab. Die Explosionen gleichen sich in Größe und Helligkeit. Eine Supernova vom Typ 2 setzt große Mengen Wasserstoff frei. Die Explosionen unterscheiden sich stark in Größe und Helligkeit. Doch warum unterscheiden sich die explodierenden Sterne auf so charakteristische Weise? Explodieren sie auf unterschiedliche Art? Die Wissenschaftler konzentrierten sich auf die Hauptfrage. Was bringt die Sternenmonster dazu, sich selbst zu zerstören? Wie Kopfgeldjäger auf der Jagd nach Verbrechern durchkämmen die heutigen Astronomen den Kosmos auf der Suche nach Supernovae. Ihre scharfen Augen auf den Himmel gerichtet, reihen sie sich in eine lange Ahnenreihe der Himmelsbeobachter ein. Tatsächlich wurde die erste Supernova 185 nach Christus in China beobachtet, vor fast 2000 Jahren. Die chinesischen Astronomen führten akribisch Buch, besonders wenn etwas Neues am Himmel auftauchte. Sie notierten, wie hell es war, wo es geschah und wie lange es andauerte. Vor kurzem fanden die Sternendetektive mit Hilfe der königlichen chinesischen Aufzeichnungen die Überreste dieser antiken Supernova. Sie wird als RCW 86 bezeichnet und befindet sich im Sternbild Zentaur, in der Nähe zweier heller Sterne, bekannt als Alpha und Beta Centauri. 1400 Jahre später entdeckte der erste Europäer eine Supernova. Am 11. November 1572 bemerkte der 26-jährige dänische Astronom Tycho Brahe bei einem Spaziergang am nördlichen Himmel ein schockierendes Phänomen. Es befand sich gleich neben dem von den hellsten Sternen des Sternbildes Cassiopeia gebildeten W. Obwohl er es sah und der führende Astronom seiner Zeit war, traute er seinen eigenen Augen nicht. Einige Jahre nach Tycho Brahes bemerkenswerter Entdeckung machte sein ehemaliger Schüler Johannes Kepler seine eigene bahnbrechende Beobachtung eines neuen Sterns. Er maß die Abstände zu den umliegenden Sternen, wodurch wir heute genau berechnen können, wo die Explosion stattfand. Als Wissenschaftler sich die Überreste von Keplers Supernova von 1604 näher ansahen,
bemerkten sie etwas Seltsames. Die detaillierte Analyse der chemischen Zusammensetzung der freigesetzten expandierenden Gase bezeugte, dass es sich um zwei Sterne handelte, die sich zu einer gigantischen Explosion zusammengetan hatten. Wie verursachte der zweite Stern diese stellare Katastrophe? Viele Sterne befinden sich in einem Doppelsystem, haben also einen Partner, der sie umkreist. Wir vermuten, dass einer an den anderen Masse abgibt. Die Experten haben seitdem herausgefunden, dass das Doppelstern-Szenario ein Kennzeichen einer als Typ 1a bezeichneten Supernova ist. Eine Typ 1 Supernova ist die Explosion eines weißen Zwergs. Ein sonnengroßer Stern produziert einen dichten Klumpen, etwa so groß wie die Erde. Wenn ein Stern wie die Sonne stirbt, wirft er die äußeren Schichten ab und es bleibt nur ein kleiner, ausgebrannter Kern zurück. Der wird als weißer Zwerg bezeichnet. Die Reste der Sonne wären ein weißer Zwerg aus Kohlenstoff und Sauerstoff, der, sich selbst überlassen, ewig so weiter bestehen und abkühlen würde. Doch wenn der Stern einen Begleiter hat, einen Komplizen, kann es zur Katastrophe kommen. Ein Stern gibt Masse an den weißen Zwerg ab, bis dieser instabil wird und es in seinem Inneren zu einer Verbrennung kommt. Und sehr schnell verwandelt sich der langweilige weiße Zwerg in eine ungeheuer gewaltige und strahlende Supernova. Doch wie und warum explodieren einige weiße Zwerge auf so katastrophale Weise? Die Antwort fand Subrahmanyan Chandrasekhar, der Sherlock Holmes der Astrophysik, im Jahr 1930 auf einer Schiffsreise von Indien nach England. Während dieser langen Reise nutzte er die neu entwickelte Quantenphysik und die spezielle Relativitätstheorie, um zu belegen, dass ein weißer Zwerg nur eine bestimmte maximale Masse besitzen kann. Sie können nicht über 40% größer als unsere Sonne sein, also 1,4 Sonnenmassen. Das ist die sogenannte Chandrasekhar-Grenze. Ab dieser Grenze beginnt eine unkontrollierte Kette von Kernreaktionen. Doch seit Jahrzehnten rätseln Wissenschaftler darüber, wie diese Kettenreaktion funktioniert. Und wie sie wohl aussieht. Computersimulationen konnten nicht nachbilden, was in der Natur vor sich zu gehen schien. Doch 2006 konnten Astrophysiker vom angesehenen Flash Center der Universität Chicago das Rätsel lösen. Dem Team in Chicago gelang es erstmals, ein Supercomputerprogramm zu entwickeln, das die riesigen Datenmengen verarbeiten konnte, die notwendig sind, die komplexe Dynamik eines explodierenden Sterns zu simulieren. Wir nennen das Extremrechnen. Die Rechner, die wir nutzen, haben bis zu 128 Prozessoren, also wie 128.000 miteinander verbundene PCs. Trotz dieser geballten Leistung benötigte der Computer fast 60.000 Stunden Rechenzeit. Die Astrophysiker entschieden sich dagegen, ihre simulierte Explosion im Zentrum des Sterns beginnen zu lassen. Wir entschieden uns, die Explosion ein wenig außerhalb des Zentrums beginnen zu lassen, weil es ja unwahrscheinlich ist, dass die Zündung genau oder auch nur nahe der Mitte stattfinden kann. Dort ist einfach kein Platz. Bei der bemerkenswerten Simulation bildet sich innerhalb einer Sekunde eine Flammenblase im Stern. Mitten im Stern sieht man eine Blase, die schnell aufsteigt, wächst und sich ausdehnt, während die Verbrennung stattfindet und durch die Oberfläche des Sterns bricht. Die flüssige Blase hat ursprünglich einen Durchmesser von ca. 16 Kilometer und steigt fast 2000 Kilometer bis zur Oberfläche auf. Sie verteilt sich mit einer Geschwindigkeit von fast 5000 Kilometern pro Sekunde über den Stern. Sie kollidiert am gegenüberliegenden Punkt auf der Oberfläche des Sterns und produziert extrem energiereiche Jets. Einer bewegt sich mit fast 65.000 Kilometern pro Sekunde nach außen, ein anderer durchbohrt den Stern nach innen und zündet eine Detonationswelle.
Glühend heiße Temperaturen mit einer Standardfarbskala wiedergegeben, erreichen bis zu unfassbare 1,6 Milliarden Grad Celsius. Hier detoniert er gerade und den Stern zu durchrasen dauert keine halbe Sekunde. Die ganze Verbrennungsphase dauert keine 3 Sekunden. Die Analysen enthüllen, dass alle Typ 1a Supernovae sich in Größe und Helligkeit bemerkenswert gleichen. Die Explosion gleicht der Detonation einer Masse von der Größe der Sonne. Diese bahnbrechende Simulation zeigt zum ersten Mal, wie die Explosion einer Typ 1a Supernova vonstatten gehen könnte. Doch Typ 2 schien völlig anders zu sein. Durch die Untersuchung von Sternentrümmern schlussfolgerten die Wissenschaftler, dass die Typ 2 Supernovae nicht das Ergebnis eines explodierenden weißen Zwerges sind, sondern riesige Explosionen sterbender Sterne, die mindestens 10-mal so groß sind wie die Sonne. Doch wie kommt es zu diesen Mega-Explosionen? Die Antwort auf dieses kosmische Rätsel wurde Mitte des 20. Jahrhunderts gefunden, als die Supernova-Detektive erstmals begannen, das Weltall systematisch nach gigantischen explodierenden Sternen zu durchkämmen. Wie Polizeibeamte bei einer Observierung beobachten kosmische Detektive ständig den Nachthimmel. Sie suchen nach den verräterischen hellen Lichtern, die der Beweis für eine Supernova sind. Für ihre Beobachtungen nutzen sie ein beeindruckendes Arsenal an Hightech-Teleskopen auf der ganzen Welt. Bisher haben wir Supernovae mit erdbasierten Teleskopen entdeckt, die den Himmel absuchen. Die Jagd nach Supernova-Explosionen begann in den 1930ern. Der eigenbrötlerische Astrophysiker Fritz Zwicky machte den Anfang. Er war der Erste, der methodisch neue und explodierende Sterne suchte, katalogisierte und quantifizierte. Er war ein Pionier im Auffinden explodierender Sterne. Und er wollte physikalisch begreifen, was sie sind. Dieser geniale Astrophysiker stellte als erster die Theorie auf, dass es sich bei diesen enormen und spektakulären Vorgängen um die Explosion ganzer Sterne handeln könnte. Zwicky glaubte, dass eine bestimmte Art von Sternenexplosion auftreten kann, wenn der Kern eines großen Sterns kollabiert, wieder zurückprallt und dabei eine gigantische Explosion auslöst. Während des Kollapses entstehe dabei ein kompakter Überrest, ein Neutronenstern. Gewöhnlich besteht Materie aus Protonen, Neutronen und Elektronen. Beim Kollaps eines eisernen Kerns verbinden sich die Protonen und Elektronen des Eisenatoms zu Neutronen. Ein Neutronenstern hat eine unglaubliche Dichte. Wenn man ein Gebäude wie das Empire State Building nähme und auf die Dichte eines Neutronensterns verdichtete, hätte man die Größe einer Murmel. Ein Teelöffel Masse eines Neutronensterns wöge auf der Erde 1 Milliarde Tonnen. Die Wissenschaftler nehmen heute an, dass nur sehr große Sterne, mindestens 10-mal so groß wie die Sonne, das Potenzial haben, so eine Kernkollaps-Explosion auszulösen. Der gewaltige Stern erzeugt durch die Fusion von Wasserstoff zu Helium Energie. Er kann Helium zu Kohlenstoff und Sauerstoff verschmelzen, bis hin zu Eisen. Eisen hat den am dichtesten gebundenen Atomkern. Wenn ein Stern Eisen produziert, ist er am Ende und bereit für die Katastrophe. Der Eisenkern bildet sich am letzten Tag im Leben eines Sterns. Dann wird er so massereich, dass er unter seinem eigenen Gewicht sehr schnell zusammenbricht. Er braucht weniger als 1 Sekunde, um sich von etwa der Größe der Erde zu einem Neutronenstern zu zermalmen, der noch 15 bis 25 Kilometer Durchmesser hat. Doch dieser dichte Eisenkern findet sich nicht einfach mit seinem neuen Dasein als Neutronenstern ab.
Anstatt dann ins Gleichgewicht zu kommen, prallt dieser Neutronenstern von sich selbst ab, wie ein Turner, der vom Trampolin zurückgeschleudert wird. Dieser von sich selbst abprallende Neutronenstern kollidiert mit der ihn umgebenden Materie, gibt Energie an diese ab und löst damit eine Abstoßung aus. Doch anders als der Turner, den die Schwerkraft wieder zur Erde zieht, treibt bei einem Kernkollaps-Szenario noch etwas anderes die Abstoßung nach außen. Es stellt sich die Frage, was ist das für eine mysteriöse Kraft, die die Explosion in den Weltraum schleudert? Experten berechneten, dass es für eine erfolgreiche Explosion noch einer weiteren Zutat bedarf. Sie verdächtigten die sogenannten Neutrinos, geisterartige, energiegeladene Teilchen, die erahnt, aber nie beobachtet wurden. Astrophysiker glauben, dass während eines Kernkollapses, also wenn die Elektronen im Atomkern so dicht an die Protonen gedrängt werden, dass sie sich zu Neutronen verbinden, beide währenddessen winzige, mysteriöse Neutrinos abgeben. Neutrinos sind interessante Teilchen. Sie haben keine Ladung, deshalb interagieren sie nicht mit Licht. Sie interagieren nur mit der schwachen Wechselwirkung. Und die schwache Wechselwirkung wird zu Recht so bezeichnet. Diese Teilchen können ungehindert die Erde und jeden anderen großen Brocken durchdringen. Wie Geister gehen sie einfach hindurch. Jahrhundertelang hatten die modernen Astronomen die Überreste von weit zurückliegenden Supernovae in entfernten Galaxien studiert. Doch 1987 saßen sie bei ihrer ganz eigenen Explosion in der ersten Reihe. Es war die hellste Supernova seit fast 4 Jahrhunderten nach der Entwicklung des Teleskops. Wir konnten also unsere gesamte Ausrüstung benutzen, um diese Explosion zu studieren. 1987 ereignete sich das größte stellare Ereignis in der Nähe unserer Galaxie seit der Erfindung des Teleskops. Der erste, der es bemerkte, war der junge chilenische Astronom Oscar Duhalde. Die günstige Fügung des Schicksals für ihn und die ganze Astronomie ereignete sich am 24. Februar 1987. Oscar Duhalde, der damals am Las Campanas Observatorium arbeitete, stellte Kaffeewasser auf und ging raus, um einen Blick in den Himmel zu werfen. Er bemerkte einen zusätzlichen Stern in der großen Magellanschen Wolke. Er entdeckte sie nur, weil er aus dem Observatorium ging und sie mit eigenen Augen sah. Genau wie bei den Ermittlern auf Spurensuche gilt auch für die Astronomen, dass die ersten Stunden nach dem Tod eines Sterns entscheidend sind. Also war 1987, als die nächste Supernova seit fast 400 Jahren auftrat, klar, dass schnell gehandelt werden musste. Sie war nur 170.000 Lichtjahre entfernt, für Astronomen praktisch ein Katzensprung. Supernova 1987a befand sich in der großen Magellanschen Wolke, einer Zwerggalaxie, die unsere viel größere Milchstraße umkreist. Da es die erste Supernova des Jahres war, wurde der außergewöhnliche und in der Nähe explodierende Stern SN 1987a genannt. Doch dieses Mal standen erfahrene Astronomen rund um den Globus in den Startlöchern. Ausgestattet mit modernsten Hilfsmitteln und Teleskopen, wandten sie ihren Blick und ihre Geräte gen Himmel und untersuchten Supernova 1987a eingehend. Mit dem Wissen, dass ein explodierender Stern in den ersten Stunden am heißesten ist und eine große Menge ultravioletter Strahlung abgibt, machten sich die Sternendetektive an die Arbeit. Zum Zeitpunkt der Explosion sahen wir die schnellsten Bestandteile, die mit einem Zehntel der Lichtgeschwindigkeit auf uns zukamen. Das war der eigentlich explodierende Stern.
Die Wissenschaftler hatten ihre Explosion. Doch jetzt wollten sie wissen, wie das Opfer hieß. Die Forscher wälzten einen Katalog, der alle bekannten Sterne und ihre Position am Himmel auflistet. Sie waren erfolgreich. Sie fanden den Stern, der explodiert war. Es handelte sich um SK 69202. Sie ermittelten auch, dass er ein riesiger Stern war, 20 mal so groß wie die Sonne. Bei der Untersuchung des Spektrums konnten die Wissenschaftler deutliche Anzeichen für Wasserstoff feststellen. SN1987A wies die Kennzeichen einer Typ-2-Kernkollaps-Supernova auf. Doch um ihre Theorien über Kernkollaps-Supernovae zu bestätigen, bedurfte es eines weiteren physikalischen Beweises. Sie brauchten Neutrinos, jene geisterhaften Partikel, die bei einer solchen Explosion freigesetzt würden. In den frühen 1980er Jahren hatten Wissenschaftler weltweit eine Reihe Neutrino-Detektoren errichtet. Sie bestanden aus mit Tonnen hochreinen Wassers gefüllten Tanks, tief unter der Erde. Doch die Detektoren hatten bis zu dem Zeitpunkt noch kein einziges Neutrino aufgespürt. Die Vermutung bestand schon lange, dass die meiste Energie bei einer Kernkollaps-Supernova in Form von Neutrinos freigesetzt wird. Aber diese Neutrinos hatten wir noch nie gesehen. Doch wie der Zufall es wollte, bekamen sie am 23. Februar 1987 ihre Neutrinos. Zwei Detektoren, einer unter der Stadt Kamioka in Japan, einer unter dem Erie-See in Ohio, fingen ein Dutzend dieser flüchtigen Teilchen auf. Auf den Wassertanks sind Lichtdetektoren, die die kleinen Blitze sichtbar machen, die entstehen, wenn das Neutrino mit der Materie im Tank interagiert. Zum ersten Mal in der Geschichte sahen Wissenschaftler handfeste Beweise für die Existenz dieser mysteriösen Neutrinos, die im Kern eines explodierenden Sterns erzeugt werden. Die Astronomen wussten jetzt, dass die in den 1930er Jahren formulierten Theorien richtig waren. Weil bei diesem Prozess viele Neutrinos freigesetzt wurden, zeigte die Supernova 1987a zweifelsfrei, dass der eiserne Kern des riesigen Sterns kollabiert war und sich in einen Neutronenstern verwandelt hatte. Durch die Anwendung mächtiger Teleskope im Weltall konnten die Wissenschaftler auf die überraschenden Entdeckungen bei Supernova 1987a aufbauen. 2006 stellte der 23-jährige Astronom Robert Quimby das herkömmliche Denken erneut auf den Kopf und revolutionierte die Suche der Astronomen nach Supernovae. Für gewöhnlich sucht man nach Supernovae, indem man sich möglichst viele Bereiche des Himmels alle ein bis zwei Wochen ansieht, um so viele Supernovae wie möglich zu finden. Ich entschloss mich, mir eine begrenzte Anzahl von Bereichen zu suchen, diese aber so oft wie möglich anzusehen. Der kühne kosmische Ermittler programmierte sein Teleskop darauf, das anvisierte Gebiet jede Nacht systematisch abzutasten. Wie ein interstellarer Suchscheinwerfer konzentrierte es sich auf der Suche nach Verdächtigem auf demselben kleinen dunklen Bereich des Alls. Ich habe eine Software, die mir sehr schnell sagen kann, ob da etwas ist, was vorher nicht da war. Wenn ich es für eine Supernova halte, bekomme ich das Spektrum davon, das mir sagt, ob und welcher Typ Supernova es ist. Am 18. September 2006 hatte Quimby seinen Durchbruch. Er fand die hellste Supernova aller Zeiten. Das war meine vierte Supernova, aber ich habe auch wirklich Glück gehabt. Andere sahen sich das Spektrum an, maßen die Helligkeit und stellten fest, dass 2006 GY die hellste jemals dokumentierte Supernova war. Sie leuchtete 70 Tage lang mit der größten Helligkeit, bevor sie langsam verblasste. Dieser Student im vierten Jahr hatte eine Supernova entdeckt, die anders war als alles, was wir je gesehen hatten.
Die Analyse der Überreste ergab, dass der Stern vor seiner Explosion 100-mal so groß war wie die Sonne. Und da das Spektrum große Mengen Wasserstoff anzeigte, musste es sich bei der hellsten jemals aufgezeichneten Supernova um eine Typ-2-Explosion handeln. Dann übertraf sich Quimby noch einmal selbst. Er analysierte eine anscheinend unauffällige Supernova namens SN2005AP, die er zuvor gefunden hatte, und machte eine überwältigende Entdeckung. Sie war etwa 100 Milliarden Mal heller als die Sonne. Eine Typ 1A-Supernova im Vergleich ist am Höhepunkt etwa 6 Milliarden Mal so hell. Sie war sogar noch heller als die SN2006GY. Wie das Auftauchen neuer Indizienbeweise in einer Gerichtsverhandlung lässt die Entdeckung neuer, ultraheller Supernovae die Ermittler ganz neue Vermutungen anstellen. Wir vermuten, dass sie mit Gammastrahlenblitzen zu tun haben. Gammastrahlung ist die energiereichste Strahlung im Universum. Durch die Analyse von Supernovae kommen die Wissenschaftler der Lösung der verwirrendsten Rätsel des Universums so nah wie noch nie. Warum die eine Gammastrahlen produziert und die andere nur eine herkömmliche Supernova wird, weiß niemand. Was die Astronomen allerdings wissen, ist, dass die Supernovae und die mit ihnen in Verbindung stehenden Gammastrahlenblitze die hellsten Leuchtfeuer im Universum sind. Auf der galaktischen Autobahn unseres Kosmos fungieren die Supernovae als himmlische Wegweiser, die den Astronomen den Weg aufzeigen, zum Anfang und zum Ende von Raum und Zeit. Der 2004 gestartete, leistungsfähige Satellit SWIFT wurde von der NASA speziell dafür konzipiert, den Himmel nach Gammastrahlenblitzen abzusuchen. Die Astrophysiker des NASA Goddard Space Flight Center in Baltimore warten wie kosmische Ersthelfer auf einen Notruf von SWIFT. Innerhalb von 2 Minuten, nachdem er einen Gammastrahlenblitz entdeckt hat, schickt er uns eine E-Mail auf unsere Blackberries. Als vor kurzem eine Supernova, registriert als SN2006AJ, auftauchte, registrierte SWIFT die dabei entstandene Gammastrahlendruckwelle. Der Gammastrahlenblitz war interessant, weil er sehr lang anhaltend war. Normalerweise dauern Gammastrahlenblitze nur Sekundenbruchteile. Doch dieser dauerte 35 Minuten und an derselben Stelle konnten wir 3 Tage später eine Supernova sehen. Das beantwortete eine zentrale Frage, denn es belegte, dass einige Gammastrahlenblitze auf die Explosion riesiger Sterne zurückzuführen sind. Die Astronomen können hunderte Supernovae und die von ihnen erzeugten tödlichen Gammastrahlenblitze sehen. Auf der kosmischen Autobahn benutzen die Wissenschaftler diese stellaren Scheinwerfer, um die Grenzen und den Umfang des Universums zu bestimmen. Wenn Supernovae sehr schwach sind, weiß man, dass sie weit entfernt sind. Dadurch kann man mit ihnen die Krümmung von Raum und Zeit untersuchen, das ganze Universum. Wenn man an einer einsamen Straße steht und sich die Lichter der Autos ansieht, kann man aufgrund der unterschiedlichen Helligkeit bestimmen, welche näher und welche weiter weg sind. Wenn man systematisch misst, wie weit entfernt Dinge sind, enthüllt einem das die Größe, das Alter, die Form, die Geschichte und die Zukunft des Universums. Es stellt sich heraus, dass Supernovae vom Typ 1a am besten zu diesem Zweck geeignet sind. Das Interessante an Typ 1a-Supernovae, den explodierenden weißen Zwergen, ist, dass sie immer dieselbe Masse besitzen. Die Chandrasekhar-Grenze bestimmt, wie groß die Explosion und wie viel Masse involviert ist. Dadurch haben sie beinahe dieselbe Helligkeit. Wenn die Explosion immer die gleiche Menge an Licht hervorbringt, kann man durch die Messung der Helligkeit hier feststellen, wie weit die Supernova entfernt ist. Das bezeichnet man als das Standardkerzenprinzip.
Supernovae vom Typ 1a sind Standardkerzen. Sie haben die ungefähr gleiche Kraft und Helligkeit. Wenn man sie aus verschiedenen Entfernungen sieht, erscheinen sie bei geringerer Entfernung heller, bei größerer Entfernung dunkler. Wenn man die Helligkeit einer Typ 1a Supernova in einer weit entfernten Galaxie misst und mit einer näher gelegenen Supernova von bekannter Stärke vergleicht, kann man die Entfernung der Supernova und ihrer Galaxie bestimmen. Diese bahnbrechende Technik hat die Wissenschaftler zu einigen radikalen Schlussfolgerungen gebracht. Die Entfernungen von Supernovae lassen Schlussfolgerungen darüber zu, wie sich das Universum verhält, wie alt es ist. Wir wissen aus verschiedenen Quellen, dass es etwas weniger als 14 Milliarden Jahre alt ist. Doch wir fanden heraus, dass es sich beschleunigt, obwohl wir annahmen, dass es sich durch die Gravitation verlangsamt. Das hat eine intellektuelle Revolution ausgelöst, als flöge ein Ball, den man an die Decke wirft, immer schneller Richtung Decke, anstatt zurückzufallen. Das völlige Gegenteil. Alle Astronomiebücher behaupten, dass das Universum sich verlangsamt, weil die Gravitation die Expansionsrate verringert. Doch entgegen dieser Vorstellung zeigt sich, dass es sich immer schneller ausbreitet. Die Beobachtung von Supernovae hat bereits geholfen, viele der großen Fragen über den Kosmos zu beantworten. Experten gehen davon aus, dass sie in der Lage sein werden, auch die größten unbeantworteten Rätsel zu lösen, wenn sie den Spuren weiterfolgen, die die Explosionen riesiger Sterne hinterlassen. Die Forscher wissen, dass wir schon bald mit unseren eigenen Augen Zeugen der fantastischen und allmächtigen Kraft einer Supernova werden könnten. Unsere Galaxie misst 100.000 Lichtjahre im Durchmesser. Das heißt, dass in diesem Moment das Licht tausender Supernovae zu uns unterwegs ist. Es könnte sogar in unserer Milchstraße geschehen. In unserer Galaxie sollten wir durchschnittlich 2 Supernovae pro Jahrhundert haben. Die letzte ist aber 400 Jahre her. Unsere Galaxie ist also lange überfällig. Wenn es in unserer Galaxie geschehe, könnten wir, wie die Titanen von Raum und Zeit, Tycho, Kepler, Chandrasekhar und Zwicky, Zeugnis ablegen von der zerstörerischsten und gleichzeitig schöpferischsten Kraft im Universum, der Supernova. Ganzen Bestehens. Die eindrucksvolle Explosion schleudert riesige Mengen tödlicher Strahlung ins All. Wenn sich die Sonne im Zentrum eines Planetensystems in eine Supernova verwandeln würde, löschte sie alles Leben darin aus. Die Strahlung würde sämtliches Leben sterilisieren. Wie Ermittler in einem Mordfall, die die Spuren eines kosmischen Verbrechens untersuchen, nutzen die Wissenschaftler modernste Werkzeuge, Teleskope und Technologie, um Supernovae aufzuspüren und zu entschlüsseln, wie und warum sie auftreten. Wenn die Explosion stattfindet, ist der eigentliche Vorgang bereits abgeschlossen. Dann sammeln wir mit unseren Teleskopen die Hinweise und versuchen zu rekonstruieren, was vorgefallen ist. Die stellaren Ermittler wissen, dass Supernovae eine gespaltene Persönlichkeit haben. Sie sind unglaublich zerstörerisch, gleichzeitig aber wesentlich an der Entstehung von Neuem beteiligt. Bei einer Supernova entsteht eine Menge Licht, aber sie produziert auch schwere Elemente aus leichteren, zum Beispiel Eisen, Calcium, Natrium oder jedes andere Element im Periodensystem. Diese entwickelten sich vor der Entstehung der Sonne bei einer Explosion. Die Elemente, die bei diesen riesigen Sternenexplosionen entstehen, bringen Planeten, Pflanzen und Menschen hervor. Und sie können sogar die Evolution beeinflussen. Ich nenne das eine gestörte galaktische Ökologie. Unsere Galaxie ist sehr eruptiv und energiereich. Die Strahlung hämmert geradezu auf unseren Planeten ein. Experten behaupten,
dass sie das Leben, wie wir es kennen, verändert. Wir wissen, dass genetische Mutationen auftreten, wenn kosmische Strahlung auf ein Lebewesen trifft. Sie spaltet die DNS in den Zellen. Wenn in unserer Nähe eine Supernova stattfände, vervielfachte sich die kosmische Strahlung um das 100-, 1000- oder Millionenfache. Wenn man zu einer alten Spezies gehört, führt das vielleicht zu unserem Untergang. Doch es könnten sich auch neue Spezies entwickeln. Eine Supernova löst sowohl gute als auch schlechte Veränderungen aus. Das Wissen um die Macht von Supernovae, Leben zu schaffen oder zu verändern, macht es für die Menschen unumgänglich herauszufinden, was diese kosmischen Zeitbomben zum Ticken bringt. Was haben wir denn da? Klar, das ist eine Supernova. Der Schlüssel zum Geheimnis liegt in der genauen Analyse dessen, was bei einer Supernova in den Weltraum geschleudert wird. Ich bin froh, dass uns die nicht entgangen ist. Das ist das große Los, eine wunderbare Supernova. Die Natur hat uns das Rätsel Supernova gestellt und wir müssen herausfinden, wie sie das macht. Wie bei einem Mordfall liegt die Lösung in dem, was am Tatort zurückgelassen wird. Wie bei einem Gewehrschuss werden bei diesen tödlichen Sternenexplosionen das Calcium in unseren Knochen und die Luft, die wir atmen, wurden in Sternen zusammengebraut und ins All geschleudert. Die bei der Explosion entstehenden Druckwellen können nahegelegene Gaswolken verdichten und damit einen Gravitationskollaps auslösen, wodurch neue Sterne, Planeten und schlussendlich Leben entstehen. Aufgrund detaillierter astronomischer Beweise gehen Experten davon aus, dass jede Sekunde irgendwo im Weltall eine Supernova entsteht. Das macht ungefähr 30 Millionen im Jahr. Und so geht das seit 10 Milliarden Jahren, seit der Entstehung des Universums. Wenn man bedenkt, dass in einer gewöhnlichen Galaxie wie unserer Milchstraße lediglich 1 bis 2 Supernovae pro Jahrhundert auftreten, vermittelt das eine Vorstellung von der Größe des Universums. Trotzdem kann niemand sagen, wann die nächste stattfinden wird. Es ist ein völlig zufälliger Vorgang, weshalb niemand sagen kann, wann die nächste auftreten wird. Vielleicht morgen, vor 5 Minuten oder in 100 Jahren, wir wissen es nicht. Wenn sie uns sehr nahe wäre, könnte man sie hell am Himmel sehen, heller als die Planeten oder sogar der Mond oder die Sonne. Wenn eine Supernova zu nah ist, kann sie das Leben auslöschen. Der Blitz zerreißt die Atmosphäre und verbrennt alles. Astronomen kontrollieren ständig den Himmel und behalten dabei in der Milchstraße vor allem 2 Sterne im Auge, die das Potenzial haben, in der Nähe der Erde eine katastrophale Explosion auszulösen. Eta Carinae, ein Stern, der zu explodieren droht, liegt im Zentrum des Carina-Nebels, etwa 9000 Lichtjahre von uns entfernt. Eta Carinae ist ein sehr massereicher Stern, bis zu 100 Sonnenmassen schwer. Er hat ein sehr kurzes Leben und es kann sein, dass es schon sehr bald enden wird. Ein weiterer gefährdeter Stern ist Betelgeuse im Sternbild des Orion. Dieser rudelnde Stern ist 15 Mal so groß wie die Sonne. Betelgeuse ist der Erde sogar noch näher als Eta Carinae. Er ist nur ungefähr 500 Lichtjahre entfernt und wird sogar bei Tageslicht einen spektakulären Anblick bieten. Es besteht kein Zweifel, dass Betelgeuse explodieren wird. Es könnte heute Abend passieren oder in 10.000 Jahren, wir wissen es einfach nicht. Aber man sollte jeden Abend nachsehen, explodieren wird er sicher. Supernova-Explosionen zerstören und erschaffen nicht nur Sterne, Planeten und Menschen. Sie setzen auch Energie in Form von kosmischer Strahlung frei. Diese hochenergetisch geladenen Teilchen prallen jeden Tag auf unseren Planeten. In the beginning, there was darkness. And then, bang, giving birth to an endless expanding existence of time, space and matter.
Now see further than we've ever imagined, beyond the limits of our existence, in a place we call the universe. Sie sind kosmische Killer. Sie sind das Ende, der Tod von Sternen. Spektakuläre Sternenexplosionen. 100 Milliarden Mal so hell wie die Sonne. Die für einen Moment heller scheinen als eine ganze Galaxie. Das gewaltigste Ereignis im Weltall seit dem Urknall. Aus dieser außergewöhnlichen kosmischen Katastrophe entsteht etwas Neues. Doch wenn sie sich in unserer Nähe ereignen würde, würde sie alles Leben auf der Erde auslöschen. Das Universum ist der kosmische Tatort dieser gewaltigen und geheimnisvollen Kraft. Supernovae. Eine Supernova, das spektakuläre und außergewöhnliche Sterben eines Sterns, erzeugt die größte Explosion im Universum. Tatsächlich explodieren nur wenige Sterne. Doch diejenigen, die explodieren, zerreißt es wirklich in Stücke. Dabei setzen sie eine Milliarde Mal mehr Energie frei als die Sonne während ihres Ganzen.